Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, ich habe heute Besuch vom lieben Lukas. Er ist gerade an seinem Flugzeug dran. Ich weiß nicht ganz genau, worum es geht. Auf jeden Fall, er hat das Bauteil dabei und wir müssen es schweißen. Ab in die Werkstatt. Hi, moin. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Und dir? Ja, was hast du denn mitgebracht? Ja, ich habe hier einen Engine-Dämpfer mitgebracht. Okay, und okay. Also die Aufgabenstellung ist jetzt hier, wie gesagt, wir haben unsere eigene Einspritzung montiert und die Einspritzung arbeitet jetzt dann quasi mit einer Breitband-Lambda-Sonde. Okay. Das kennt man ja auch aus dem Auto. Das hier ist eine LSU 4.0 von Bosch. Okay. Ganz stinknormal. Die will ich jetzt hier in den Ausströmbogen drin haben. Die Positionierung ist nicht ganz ideal. Man soll die eigentlich so in einem Winkel drin haben, dass sie nicht so voll im Abgas strahlt. Ja. Die müssen sie so einbauen. Es geht gar nicht anders in dem Fall. Es aber wird funktionieren. Es wird funktionieren. Genau, das M18x1 und das kommt da jetzt drauf. Und dann kannst du es da einschrauben. Das heißt, beim Wigschweiß müssen wir gleich alles geben, deswegen dass dicht ist. Deswegen bin ich ja bei ihm, weil ich bin kein Schweißer so in dem Sinne wie du. Weil ich habe mir gedacht, die Problematik für mich jetzt auch als, sag ich mal, Anfänger oder so Novize vielleicht, dass du dieses dicke Material hast, was du ja anschmelzen willst, dann musst du den Übergang hinkriegen, dass du es auch... Kriegen wir hin. Ich weiß, du kannst das. Genau, sagen wir so, wenn es daher optisch nicht so toll sein wird, wir werden es gewährleisten, dann kann ich sagen, dass du das warst. Dass das nicht verbrannt ist, genau. Dass das dicht ist und dass das hält. Das ist die Hauptsache. So, mit was für einem, welches Loch würdest du erstmal vorbohren? Bei der letzten habe ich, glaube ich, gar nicht groß vorgebohrt. Einfach mit sowas direkt? Gepunktet und gib ihm. Echt? Ja, wir können es vorbohren, ist vielleicht besser. Ne, was ist, ich nehme den Dreier oder Vierer Bohrer? Nur den Vierer, ja? Ja, ja, das ist okay. Mein Problem ist nur, ich habe meine gute Bohrmaschine zu Hause. Habe ich hier aus der Werkstatt mitgenommen und jetzt haben wir nur die hier. Aber ich denke, der wird das schon schaffen. Du machst das schon. Ich halte den fest. Super. So, jetzt machen wir noch ein bisschen mit dem Endkrater da. Eine Feile, eine Rundfeile. Ich suche. Guck mal. Das passt doch jetzt so auf ein Hundertstel Millimeter. Ich würde sagen, bei 1 Millimeter tue ich jetzt hier höchstens mal auf, ich bleibe mal bei 35 Ampere Gas habe ich schon. Maschine ist an, wo ist mein Brenner? Das kommt, ich gehe mit der Elektronik ein bisschen raus. Soll ich das anhalten oder so? So, dass das... Ja, wirst du gleich machen müssen. Ich werde gleich von hier... Ich versuche mal direkt ohne Zusatz einen kleinen Hefter zu verpassen, dass wir es noch im Notfall ändern können. Genau. Aber jetzt hat es geklappt. So. Hier kann man den Punkt einmal sehen. Jo. Ja, sehr gut. So. Okay, dann haben wir unser... Baby schon mal hier. Von der Position hier ist in Ordnung, ne? Das ist in Ordnung. Ich werde jetzt natürlich nicht einfach hier jetzt eine Naht hinlegen, weil dann wird er sich zu mir ziehen. Mhm. Ich gebe dem jetzt noch einen Hefter und gehe dann auf die andere Seite. Eigentlich müsste ich jetzt direkt schon auf die andere Seite gehen, ne? Ja, wir gehen jetzt auf die andere Seite, machen da richtig schön in der Kehle da so richtig einen stabilen Punkt rein und gut ist. So, jetzt kommen wir auf einen richtig stabilen Punkt, ne? Ja, schön. Das Wichtige bei sowas ist im Prinzip, du hast hier, wenn das Gas da durchströmt, das ist hier heiß und hat Geschwindigkeit, dann hat das diesen Venturi-Effekt. Also das heißt, wenn hier Gas durchströmt, würde hier Außenluft angesaugt werden. Mhm. Und dann geht's kaputt. Nee, wir machen es schön dicht und machen jetzt hier weiter. So, ich traue mich jetzt auch ein bisschen, wenn es ein bisschen flotter geht, gebe ich dem jetzt mal 40, 42. Und guck, wie es läuft. 1 mm Zusatz wäre mir natürlich jetzt lieber, aber haben wir nicht. Ich gehe jetzt wieder auf die andere Seite, weil der eine Hefter reicht manchmal nicht. Wenn du wirklich zu viel Hitze beim Wick reinbringst, du hörst so knacken und dann weißt du, dass die anderen Hefter aufgegangen sind. Und da muss man halt sehr, sehr mit Gefühl vorgehen. Damit das Ganze nicht allzu heiß wird, mache ich immer wieder Pause, weil ich habe keine Ahnung,
was mit deiner Lambda-Sonde passiert. Vielleicht haben wir die schon kaputt gemacht. Nein, aber wir können die ja rausdrehen, das hält hier jetzt locker. Weil das dampft schon, ne? Das ist nicht schlimm. Das ist also du musst überlegen, die Lambda-Sonde, die, wenn die da jetzt drin ist, in dem Ausströmbogen, da kommt Abgas raus, das hat mal ganz easy peasy 800 Grad. Aber die dampft schon. Das ist nicht schlimm, da oben ist ja so ein Dichtmittel dran. Ja. So, weißt du, also ich mache mir da keine Sorgen. 800 Grad haben wir da bestimmt noch nicht an der Sonde. Bevor ich mit diesem Flugzeug fliege, will ich, dass du das hundertprozentig prüfst, tust du ja auch. Sowieso, ne? Heute ist der ganze Tag, die Maschine, der Motor ist jetzt komplett neu aufgebaut worden. Mit verschiedenen Sachen, Kurbelwelle und andere Nockenwelle, Ölspritzdüsen und sowas rein. Und der restliche Tag ist nur noch testen und später fliegen. Ich bin froh, dass ich dich kennengelernt habe, weil ich kann bei sowas dabei sein. Kommt ihr nachher mit, machen wir mal den ersten. Bis jetzt ist der Motor noch nicht gelaufen, ich will mal gucken, ob der anspringt. Ja, jetzt kommst du da nicht rein. Ne? Ich wollte die Elektrode noch weiter rausziehen, aber ich kann es ja machen. So, damit ich da überhaupt reinkomme, guck mal, wie weit mein Stickout ist. Ihr werdet sagen, es ist jetzt Wahnsinn, aber das funktioniert. So kann ich jetzt da rein. Ich habe jetzt den Part hier gerade zugeschweißt. Ich gehe gleich nochmal drüber. Die Stelle gefällt mir noch nicht und dann geht's weiter. So sieht es auf der anderen Seite aus. Hier musste ich außen noch einen Bogen mitnehmen. Hier lief das dann eigentlich ziemlich easy, aber die eine Stelle, da ist schon zugeschweißt, aber ich werde nochmal drüber gehen, damit das dicht ist. Und jetzt geht es eigentlich um diesen Bereich hier. Und da brauche ich trotzdem den langen Wolfgang, weil ich jetzt da rein will. Ne? Oh, das klappt uns ziemlich gut hier so weit drauf. Wolfgang ist natürlich jetzt ein bisschen belastet. Jetzt versuchen wir noch da reinzukommen. So, Lukas, wir sind soweit fertig. Aus optischen Gründen könnte ich nochmal drüber gehen, aber ich denke, wir sind jetzt komplett dicht. Ja? Wir haben jetzt einmal rundherum geschweißt. Wir müssen jetzt nur gucken. Das ist jetzt da halt der Steg, weil ich einmal die Außenkante nehmen musste, aber drinnen ist dicht. Ja, alles gut. Werden wir ja gleich beim Lauf sehen, ne? Genau, ich werde das sehen. Genau, guck mal, ob die Lambda-Sonde überhaupt noch passt. Ja, die Lambda-Sonde sollte besser passen, aber das ist so dick. Philipp hat da auch nicht gegeizt mit Material, weil es gibt die auch im billiger und dann sind die dünner und dann kann man das da, also das hier ist voll in Ordnung. Okay. Supi. So, ist heiß. Okay, komm, ab ins Auto, deine Sachen. Ja. Und meine lieben Schweißtechnik-Freunde, ganz wichtig, Gas immer zumachen. Wie oft komme ich nach dem Wochenende, wenn jemand vergessen hat, hier hat jemand hier gearbeitet, hat die Flasche nicht zugemacht, dann ist die leer. Ja. So, jo, auf. Ich sag dir auch ganz ehrlich, beim Schweißen, beim Wigschweißen, wenn du das Schmelzbad gesehen hast und du hast gesehen, dass du alles erfasst hast, dann wird das nicht sein. Das wird. Wir sind endlich am Flugplatz angekommen. Ich sehe schon, dass der Lukas fleißig am Arbeiten ist. Wir gehen gucken. Ach, der läuft schon weg. Also ich kriege ein bisschen so Gefühle, wenn ich hier hinkomme, weil du siehst etwas Außergewöhnliches. Für den Lukas ist das normal. Der fliegt ja in seinem Flugzeug auch einkaufen. Guck, so ist sie jetzt eingebaut. Ich kann sagen, ich war hier mit dabei. Ne? Klar. Bevor wir jetzt starten, eine ganz kurze Frage. Für mich sieht das beeindruckend aus. Das ist ein sogenannter Rotax-Motor, richtig? Ja, genau. Was heißt denn Rotax? Also Rotax, das ist ein österreichischer Flugmotorenhersteller oder Motorenhersteller, die machen auch noch Motorradmotoren. Ich habe gesehen, in Buggies gibt es hier auch. Genau, Can-Am und BRP, die machen für ATVs und alles mögliche Motoren, aber halt auch diese Flugmotoren. Der sieht aber ganz anders aus eigentlich. Also hier sind eigentlich zwei ganz hässliche Ansaugkrümmer dran. Aus Aluminiumguss mit Vergasern. Mhm. Und ja, ich baue die dann um. Also hier haben wir jetzt eine Einspritzung, quasi vier Einspritzdüsen für jeden Zylinder ein. Ja, und dann noch andere Zylinder und Kolben mit mehr Hubraum, andere Nockenwelle. Hast du gut gemacht. Mach an die Kiste. Okay. Pumpe ist ein, Propeller frei. Sieht gut aus. Thank you.
Lukas hat mir gerade eben was Cooles erzählt. Das Besondere an so einem Flugzeug ist, dass der mit der Drehzahl sehr weit runtergehen kann. Ja, durch die Einspritzung können wir jetzt, haben wir 900 Umdrehungen. Das ist mit dem Vergaser, mit dem alten Motor ist nicht möglich. Da bleibt er stehen. Ja, ja. Und warum ist diese niedrige Drehzahl wichtig? Weil der viel sauberer läuft und wir haben auch deutlich weniger Kraftstoffverbrauch jetzt durch die Einspritzung. Okay. Nee, man hat gesehen, was für eine Kraft der hat. Ne? Ja, muss er haben. Ist, ne? Das Ding ist jetzt manchmal aus. Ja. Ich habe auch gerade eben gesehen, dass du da ein paar Fehlermeldungen noch hattest, hast du gesagt. Ja. Müsste ja noch einiges gemacht werden. Ne? Ja, ich muss jetzt noch Feintuning machen, Einstellungen, die Abgastemperatursensoren, die müssen noch eingestellt werden auf dieses ganze Bedienfeld von dem Dynon. Und jetzt erklär mir ganz kurz, wie man fliegen muss. Was bewege ich damit? Ja, damit tust du hinten das Pendelruder, das Höhenruder ist hier als Pendelruder ausgeführt. Ja. Tust das Höhenruder steuern. Hiermit tun wir dann das Querruder steuern. Hier hast du halt Gas. Ich habe hier meine Propellerverstellung. Ja. Ich kann hier im Flug den Pitch vom Propeller verändern, Anstellwinkel verändern, dass ich halt quasi wie wenn du einen Gang schalten würdest, sag ich mal, beim Auto. Cool. Quasi die Landeklappen, okay. Die kann man dann in dem Winkel verstellen. Damit kannst du dann halt den Auftrieb des Flügels verändern. Du musst dir so vorstellen, bei einem Profil, also wir können es mal von der Seite angucken. Jetzt gibt es ein bisschen Technik-Update, das brauchen wir auch. Du hast ja hier dein Flächenprofil und die Luft, die oben drüber strömt, muss einen weiteren Weg gehen als die Luft, die unten lang geht, weil es hier unten gerade ist. Mhm. Und das produziert dann Auftrieb. Ja. So, und wenn du die Wölbung quasi stärker krümmst, dann wird der Weg länger und die Luft wird schneller beschleunigt. Ja. Dann produzierst du noch mehr Auftrieb. Deswegen macht man beim Langsamflug dann die Klappe runter, dass wir dann quasi noch mehr Wir gehen ja mit der Leistung runter und wollen. Wir wollen langsamer fliegen, das heißt, die Geschwindigkeit wird der anströmende Luft ist langsamer. Ja. Und dann willst du halt irgendwann kurz vorm Aufsetzen, dass dann das Flugzeug so langsam ist, dass nach dem Aufsetzen dieser Auftrieb quasi komplett verschwunden ist. Dann du wirst langsamer. Und bei den Motoren hier, ich mag Motorenbau. Motorenbau ist eine ehrliche Sache. Das gibt dir keinen. Entweder du machst es richtig, dann weißt du die ganzen Werte, dann weißt du deine Spiele von der Kurbelwelle und so weiter. Und dann funktioniert das. Also ich möchte beim nächsten Projekt, wenn du wieder was umbaust, turbotechnisch möchte ich gerne dabei sein und sie sollen auch dabei sein. Seid gespannt, wir machen mit dem Lukas noch ein paar verrückte Sachen und ihr seid dabei und deswegen bis dahin, ciao, danke dir. Ciao. Und da geht er.